Wir machen weiter mit den Cream. Wir spielen auf Gotthard, spielen auf einer großen Weltkarte und neben WB ist Matsumen dabei. Ja, geldgierige Grüße an euch alle. Liebe Grüße an alle. Nächster Bau in Bulaska. Mittelalchemauern sind da. Handelszentrum reparieren und so weiter. Markt reparieren wegen Handelsrouten. Renaissancemauern. Wir wollen die Karte mal loswerden. Damit fangen wir an. Dann reparieren wir das Handelszentrum. So, Handwerker. Einmal reparieren. Endlich. Wie lange haben wie viele Zuschauer im Chat darauf gewartet, dass dieses Jagdlager endlich repariert wurde? Wie viele Zuschriften haben wir bekommen, Matze? Repariert endlich mal in Brodaxbucht das verdammte Jagdlager dort. Also ich konnte es nicht mehr an zwei Händen abzählen und es war bestimmt so im Durchschnitt ein Stream lang, glaube ich, mussten sich die Leute jetzt gedulden. Im letzten Stream ging schon los mit Achtung, Achtung, da brennt was. Und ich weiß nicht, ob du nicht vielleicht sogar Postkarten bekommen hast, fragt der Chat auch gerade diesbezüglich. Ja. Könnte gut sein. Müsste ich mal nachkramen. Wir können hier sogar einmal roden, dann wäre die Börse geringfügig früher fertig. 330 Produktion. Einmal roden bringt 175, dann wäre die zur Hälfte fertig. Kann man machen. Der Wald kommt ohnehin weg. Spricht eigentlich nichts gegen. Einmal roden fürs Meckerwap. Ein Schutzgebiet um die Ecke? Nein. Alles gut. Wald kann weg. Börse in 3 Runden fertig. So, und jetzt können wir hier rüberziehen. Jetzt bilden wir etwas verspätet unser Chor. Boost für die Mobilisierung. Hätten wir das Chor vorher gebildet, hätten wir in dieser Runde nicht feuern können. Entweder oder. Da ist noch ein Stadtstaat. Nein, doch, nein. Nee, das ist eine Stadt der Norweger hier. Sarpsborg. Na toll. Und wieder einmal zurückgegondelt, bitte. So. Ich glaube, hier können wir noch mehr Minen überall hinsetzen. Hier wurde ein Bezirk sogar geplündert, das haben wir gerade festgestellt. Wir können die Regierungskarten wechseln, Matze. Wie sieht es mit den Annehmlichkeiten bei uns aus? Alle begeistert, sehr schön. Im Chat hat jemand Probleme mit der Bildqualität. Nexus meint, bei mir ist WB voll scharf. Danke dir. Sehr freundlich. Sind Komplimente, die man in fortgeschrittenem Alter nicht mehr oft hört. Tut mir sehr gut, Nexus. Vielen Dank. Ich bin froh, dass meine Liebste gerade im Chat nicht mitliest, aber trotzdem von Herzen Dankeschön dafür. Bei mir auch. Eiergard. Wird immer problematischer. Ich bin so froh, dass sie nicht mitliest gerade. Tipps werden ausgetauscht, was man da machen könnte. Also Stadtstatus, alle sind begeistert, rein in die Politikkarten, Matze. Und haben wir eine neue Karte bekommen, irgendwas? Nee, ne? Denk mal laut nach. Das ist eigentlich keine veränderte Situation, ne? Es ist nicht wirklich etwas, wo wir sagen, hey, wir müssen hier was umstellen. Bringt uns irgendetwas noch mehr Gold als das, was wir jetzt schon haben? Ich glaube, Einheitenrekrutierung, ein Goldunterhalt pro Runde reduziert. Wir haben nicht so viele Einheiten. Wir haben viele hochgelevelte Einheiten als Kurs, aber das bringt, glaube ich, nicht so viel, dass sich das jetzt lohnt. Mehr Annehmlichkeiten brauchen wir nicht. Irgendwann kaufen wir Geländefelder, aber im Moment nicht. Bei allen großen Persönlichkeiten müssen wir es gar nicht nachgucken. Frage kommt öfters mal. Aber da haben wir keine realistische Schnitte. Alles bleibt, wie es ist. Basta. Würde ich auch sagen. Eine Runde weiter. Goldiger Mond, du hast Niveau. Du schreibst wenigstens, WB ist klar und deutlich zu sehen. Das ist gut. Dann habe ich Ruhe hier im Privatleben, wenn ich sowas nur lesen muss. Vielen lieben Dank dafür. Das ist sehr mit sehr viel Feingefühl formuliert. Danke dir.
Handwerker hier vorne, ein Jagdlager drauf. Hallo an Quox, danke dir fürs dritte Abo. Liebe Grüße, danke. Wir wollten hier einmal runterfahren. Eine Runde weiter. Liberalismus schlägt Schnorxer als Karte vor, aber wir schwimmen in Annehmlichkeiten und im Begeistert-Status brauchen wir nicht. Die Leute, wir haben die Karten schon gewechselt. Kommt zu spät. Wünsche kommen zu spät. Wir haben die Agenda Gerüchte erfüllt vom chinesischen Kaiser. Wir werden angegriffen von Plänklern. Aber nicht oft machen die das. Einmal und nie wieder. So. Hier vorne ist ein Lager, ein Barbarencamp im Blick. Einmal reinziehen. Einmal feuerfrei von hier aus. Einmal langsam die Gegner kommen lassen. Einmal nochmal feuern von hier. Gibt auch ordentlich XP. Einmal genießen, dass wir hier verschanzt sind oder Angriff und alle machen. Jetzt will ich es auch wissen. Da werden wir zweimal beschossen, aber das sollten wir überleben. Attacke! Danke an Jim Rayner, sehr aufmerksam. Wurde es gerade im Chat gefragt, welche Hardware benutzt WB in Sack? Ausrufezeichen Asus, schon auf Twitch alles gepostet. Danke. Mazatev, Industriegebiet, nächster Schritt Werkstatt. Danach machen wir wahrscheinlich mit Kohlekraftwerk weiter. Oder gucken wir. Hier hatten wir repariert. Hier können wir im Moment nichts mehr machen. Wo ist das Schutzgebiet? Das nächste hier vorne. Hier noch Mekewap oder Mine, sonst nichts. Schutzgebiet war hier. Ja, in Mine natürlich nicht. Ist irgendwie doof für die Attraktivität. Aber ein Mekewap könnten wir da oben noch hinsetzen. Einfach so. In Aufwind. Es sind noch nicht mal überall Minen gesetzt. Die ersten archäologischen Funde können wir auch machen hier. Ziehe mit dem Kollegen mal runter. Vier Aktionen. Runter in Richtung Aufwind. Wir können hier oben Mekewap setzen, aber wir brauchen den Wohnraum nicht und Brolaxebucht strotzt vor Produktivität. Lieber erstmal runter und unten weiter gucken. Curtin hat Krieg, heißt es. Da würde es brennen bei den Australiern. Oh, hier brennt es erstmal bei uns. Da nähern sich Barbaren. Hier ist ein Feuer erloschen. John Curtin hat Mansa Musa den Krieg erklärt. Ja. Also jeder Krieg in der Welt ist natürlich eine große Katastrophe. Furchtbar. Wir bedauern das sehr, dass die Leute nicht Frieden halten können. Aber das sind zwei der Führenden in allen Bereichen und die bekriegen sich jetzt gegenseitig und machen sich fertig. Das ist echt sehr bedauerlich. Das tut mir furchtbar leid. Eine Schande für die Welt. Ich trauere. Es drückt total meine Stimmung. Es ist ganz, ganz furchtbar. Ganz schrecklich. Also als ob wir das selbst eingeleitet hätten, Matze, durch irgendeinen coolen, fiesen Trick. Ja, genau. Sowas würden wir niemals tun, glaube ich. Eiergard, danke. Abo verschenkt an Hugo. Danke dir. Einmal rüber und hier vorne wollten wir noch das Jadevorkommen machen. Hoffentlich kommt kein Barbar um die Ecke. Jetzt kann man einmal Jade verkaufen, Matze. Magst du mal einen Vorschlag machen? Jade könnten wir verkaufen
Ja, vielleicht an die Norweger. Da könnten wir in einem Aufwasch auch gucken. Ich glaube, Mörderbär schrieb die ganze Zeit auch, verkauft er denn noch mehr Kohle, WB? Vielleicht können wir das alles in einem Aufwasch dann machen. Gott, wo ist er? Da vorne ist er. Ja, das ist wenig. Also 4 Gold. Sag mal, Mats, hast du keinen besseren Vorschlag? Tumyris könnte ich mir noch vorstellen, als unsere Allianzpartnerin. Na, es ist auch dürftig. Das ist alles echt dürftig. Die wollen nicht mehr als 4 rausrücken, ne? Gandhi! Als 4... Mahatma! Großer Geist, Mahatma. Ich verehre jeden und beuge mich vor der spirituellen Weisheit von jedem, der mir Geld in die Brieftasche steckt. Vielen lieben Dank dafür. Gott, das ist furchtbar. Ich komme schon vor, wie irgendjemand... Gott, das ist mir zu peinlich. 10 Gold für einmal Jade. Baumwolltee haben wir. Baumwolle. Haben wir Wasserschildkrötenmatze? Wasserschildkröten haben wir nach meinem Kenntnisstand nicht. Nein, die fehlen uns. Echt nicht? Soll ich mal gucken gehen oder soll ich mich total auf dich verlassen? Also wir hatten sie zumindest in Runde 224 nicht, wenn wir bis dahin nicht irgendwie anders an Wasserschildkröten gekommen sind und ich habe nichts gesehen. Aber ihr wisst, beim Handel ist es ja immer so ein bisschen begrenzt mit meiner Aufmerksamkeit. Dann sollten wir die nicht haben. Wasserschildkröten für uns bitte einmal notieren. Wir sind da. Jetzt ziehen wir noch ein Stückchen weiter runter. Ah ja, Archangel. Der Erzengel schreibt, Gandhi braucht die Jade zur Veredelung seiner Freiheitsstatue. Ich komme gleich rüber zu dir. Mit zu dir und deiner Freiheitsstatue. Das ist doch das Wort, das man nicht mehr sagen darf im Chat. Da steht, Matze, steht das nicht auf deiner Blacklist? Ja, eigentlich schon. Irgendwie funktioniert das gerade nicht. Ich muss das nochmal neu updaten, glaube ich. Böses Wort. Frei, also echt. Will ich nie mehr hören hier. Im Chat wird übrigens gerade John Curtin bewundert für seinen Mut, eine Delegation von Genghis Khan, bewundert für seinen Mut, einen militärisch weit überlegenen Gegner, nämlich Mansa Musa, anzugreifen. Dreimal so stark sind die Mani. Ja, das piekst ein bisschen, das tut nicht wirklich weh. Es gibt, oh Gott, leichter Ausbruch, tut hoffentlich auch nicht weh. Irgendwo anders ist das. Die industrielle Revolution und das Wachstum urbaner Dichte haben zu einem Gefühl der Anonymität geführt. Wir haben viele Renaissance-Mauern gebaut und die geben jetzt alle 2 Wissenschaft mehr, das freut uns. Wohnviertel könnten wir jetzt auch bauen. Nächste Forschung. Wir müssen die Karte dafür natürlich reinstellen, dafür, dass die 2 Wissenschaft mehr bringen. Ja, das ist nicht einfach so, dass wir es freigeschaltet haben, sondern wir müssen sie auch nutzen. Das stimmt. Stimmt, da hatte ich gerade gar nicht dran gedacht. Du hast sowas von recht. Ja, natürlich, du hast völlig recht. Mobilisierung, ja, Unterhaltskosten und 2 Gold pro Runde und Einheit reduziert. Ein bisschen Geld sparen und ein weiterer Gouverneurstitel, Matze. 5 Runden fertig. Ja, gerne. Nehmen wir mit. Kartencheck. Logistik raus. Rein mit. Militärforschung. 2 Wissenschaft pro Renaissance-Mauer, Seehafen und Co. Ja. Rest bleibt so. Ja. Ich habe tatsächlich noch eine Frage. Es gab es gerade auch vorher im Chat zum Thema Wechselbanken. Das ist eine grüne Karte. Die würde das noch weiter boosten mit unseren Händlern, ja, die wir zu unseren Partnern schicken. Das wir ja nach und nach machen werden. Die geben dann mehr Nahrung, Produktion und die Allianzstufen steigen schneller.
Da ist die Frage, ob wir das jetzt schon machen wollen und auf was wir denn dafür verzichten wollten. Also wenn dann auf den charismatischen Anführer, der 2 Einflusspunkte pro Runde gibt, wir bekommen im Augenblick 9, das ist sehr, sehr ordentlich. Ohne diese Karte. Und es gibt gar nicht so viele Stadtstaaten mehr im Spiel drin. Oder wir sagen, Mensch, Limes, so langsam mit den Stadtmauern sind wir gut wie durch und packen die Wissenschaft für die Stadtmauern nach ganz oben in den Slot. Jetzt nehme ich erstmal ein bisschen hier rein für die neuen, die wir hier entdeckt haben. Holen uns mehr Wissenschaft. Auf den ersten, die erste Karte würde doppelt, so, 3 hier rein nach Genf, um hier auf das Level zu kommen. Dass wir 2 Wissenschaft bekommen für jede Unis, ich glaube, da haben wir mehrere. Einen habe ich gerade hier reingesteckt nach Venedig, damit unsere Banken auch mehr Geld geben und unsere Werften. Dann würde ein Gesandter oben übrig bleiben. Wir könnten auch eine grüne Karte mal reinnehmen, weil Mogadischu werden wir ja auch sicher leveln. Mogadischu hätten wir gerne ja auch verdoppelt. Dass der erste Gesandte mal doppelt zählt. Haben wir eine kleine, kurze Forschung, die wir dazwischen schieben können, die wir sowieso machen würden. Die verbrannte Erde, die könnten wir mal dazwischen schieben. Das mit Feudalismus hatten wir fertig erforscht, ganz links, oder? Nee, aber das sind ja, wir könnten die Marinetradition nehmen für einen Gesandten schnell mal kurz. Das wäre dann tatsächlich eine Runde und dann könnte die wieder raus. Für einen Gesandten. Dann gehen wir jetzt oben rein in die grünen Karten, schmeißen die 2 hier raus. Erster Gesandte zählt als 2. Nehmen die Logistikkarte raus, sparen Geld. Nee, was sollte noch mal reinnehmen? Hier, 2 Wissenschaft mehr durch die Militärforschung. Die Limes-Karte nehmen wir für eine Runde, brauchen wir die sicher noch. Der Rest kann, glaube ich, so erstmal bleiben. Für eine Runde, Matze. Ja, und dann machen wir nachher die Wechselbanken dann irgendwie mit rein. Wir schauen mal, wie das jetzt aussieht mit den Stadtmauern. 2 Runden dauert noch die Renaissance-Mauer. Ohne die Karte wären es 4, hier 7. Ich würde sie mal reinstellen. Wir müssen die Karte deshalb nicht zwingend bis zum Schluss lassen, aber ich würde mal die 7 Runden, die dann zu 14 werden, hier durchlaufen lassen. Hier sind die Stadtmauern fertig. Hier ist die Stadtmauer fix und fertig. In immer weiter ist die Stadtmauer fix und fertig. In Toronto sowieso, da haben wir die schon mit Renaissance-Mauer übernommen, die Stadt. Werkstatt fix und fertig. Aufwind in 2 Runden, in einer Runde in Raupenpower. Kann man so machen. Ich könnte mir sogar vorstellen, eine Forschung reinzustellen, die 2 Runden läuft. Weil wir auch hier Aufwind und Raupenpower durchziehen wollen. 3 mit Renaissance-Mauern, hier noch ein bisschen 4. Wir können auch statt Marine-Tradition das ein bisschen länger laufen lassen. Können auch was durch. Würde passen mit dem Feudalismus, der danach der Marinetradition aufgedeckt wird, die noch unbekannt ist, dann hätten wir 3 in Summe. Können wir machen, ja. Für all diejenigen von euch, die das überhaupt nicht mögen, wenn in dem Tech-Tree so Lücken drin bleiben. Es bleiben auch sonst welche. Also wir haben Sackgassen drin bei der Forschung. Bei den zufälligen Tech-Trees sind immer Sackgassenforschung drin, wo man sich, wenn man auf Gottheit spielt, überlegt, brauche ich das wirklich, führt nicht weiter, dann lässt man das halt weg. Mauer Aroden, fragt Schnorxer. Du meinst eine Mauer Aroden hier oben? In Bulaska? Wo willst du denn hier Aroden? Das ist die Anziehungskraft. Wir könnten ein Feld dazu kaufen. Wir könnten hier roden. Das hat kaum Produktion. Drittes Feld. Dann bräuchten wir allerdings auch einen Handwerker vor Ort. Das könnte der Kollege sein. Der braucht eine Weile, bis er da ist. 5 Runden. Wie, du meinst einen anderen? Ach, du meinst Grand Bullion roden. Grand Bullion. Ach so, okay. Ja, da müssten wir ein Geländefeld dazu kaufen mit Wald.
müssten wir das hier dazu kaufen. Da wollten wir eigentlich einen Campus hinsetzen. Könnte man machen. Dritter Ring. Könnte auch da eines von den Feldern hier kaufen. 235 Gold. Aber dann wäre die Runde... Ja, könnte man machen. Wie schnell sind die hier? Lange. Lange unterwegs. Haben wir hier unten irgendwo einen? Nein. Wie lange dauert es bis dahin? Auch viel zu lange. Wir müssten in Creatle mal ganz kurz einen Handwerker dazwischen pfeifen. Drei Runden oder kaufen. Kaufen für 510. Ohne Handwerkerkarte. Einfach nur, um hier zu roden, damit die verdammte Mauer fertig wird. Können wir auch später... Also, wenn roden, dann sollte man roden, solange die Limeskarte drin ist, weil die Limeskarte, die die Produktion verdoppelt, verdoppelt auch die Rodungserträge für eine Mauer. Kaufen kann man Mauer nicht. Was meinst du, Merzel? Also die Idee ist hübsch mit dem Handwerker, mit dem Roden, aber der Weg jetzt da einmal komplett außenrum zu marschieren zum Roden ist mir zu lang dafür. Also das ist zu umständlich. Würde ich nicht machen. Wir können den Gretel jetzt kaufen. 510 Gold. Anderthalb Rundenerträge. Erste Runde. Zweite Runde übers Wasser. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ich glaube, fünf haben gewasserte Einheiten. Ich könnte es aber nicht beschwören. Wir könnten das auch mal testen. Ja, fünf haben sie. Eine Runde kaufen, zweite Runde 1, 2, 3, 4, 5. Dritte Runde landen, vierte Runde roden. Das heißt, wir müssen vier Runden lang die Limes-Karte noch drin haben. Ja, können wir machen. Alles für zwei Gunst und für zwei Forschung mehr für die Renaissance-Mauer. Die zwei Forschungen mehr sind 1% mehr. Knapp 1% mehr Forschung. Dafür 510 Gold ausgeben. Die zwei Gunst auf Dauer sind schon cool. Aber ich weiß nicht, ob die spielentscheidend im Weltkongress sein werden, wenn wir jede Runde 34 gewinnen. Da fehlt mir die Fantasie vor. Ich würde es nicht machen. Wir wollen ja auch noch die Hilfsanforderungen, da ich unterweis das noch. Also ich würde es nicht machen. Ich finde es echt übertrieben. Ich würde sagen, dann braucht die Mauer halt länger. Bin auch dafür. Also die wird jetzt ja noch drei Runden lang geboostet. Mit 100%. Danach geht die dann raus. Dann baut sie halt ein bisschen länger. Wir haben sie angebaut. Das heißt, selbst wenn wir dann irgendwann Stahl erforschen, werden wir sie immer noch zu Ende bauen können. Vielleicht später, wenn die Stadt produktionsstärker ist, dass es nicht mehr so lange dauert. Auch, also das läuft uns nicht weg. Und ja. Wir können mit dem Handwerker hier hinziehen, der braucht halt eine Weile, kann man machen. Einmal hier rüber. Major Bob, wie viele Diplomatiepunkte haben wir denn schon? Immer noch nur 8. Keinen einen heute dazugekommen, keiner. Wohin mit dem Spion? Erstmal einen neuen Bau einstellen, eine Börse bitte. In Matsut, nee, in immer weiter. Oder ein Bezirk? Hattest du irgendeine Bezirksidee hier? Bei Theaterplatz hat man nachgedacht, ne? Wir könnten einen Theaterplatz bauen, um uns noch mehr Kultur zu holen. Und dann nur auf Geld setzen. Theaterplatz ist schnell irgendwo gebaut. Unterhaltungskomplex könnte von hier aus, wir haben noch keinen, viele Städte boosten, wenn wir den geschickt setzen. Wir sind zwar begeistert, aber wir haben auch Bevölkerungswachstum. Ich finde die Idee eigentlich gut. Mit Wasserpark hier unten und mit einem Unterhaltungskomplex in immer weiter sind wir eigentlich dauerhaft gut aufgestellt, Matze. Finde ich auch gut. Also so ein Unterhaltungskomplex, den sollten wir so positionieren, dass wir daneben dann vielleicht später noch den Theaterplatz bauen können. Die boosten sich ja gegenseitig. Und dann vielleicht, wenn das dann sogar noch klappt, dass das Ganze dann so ein Dreieck hat mit einem anderen Bezirk, dann hätten wir schon einen +3er Nachbarschaftsbonus ganz schnell für den Theaterplatz. Mal schauen, was uns das bringt. Hier ein Theaterplatz, der einen 3er Nachbarschaftsbonus bekommt. Daneben hier ein Unterhaltungsdistrikt. 3er Nachbarschaftsbonus, 2 Kulturnachbarschaftsbonus vom Unterhaltungsdistrikt. Einer, weil hier Aquädukt, da Bezirk, 2 Bezirke geben einen. Könnte auch hier runterziehen, wird auch selber hinauslaufen. Jetzt
Schauen wir uns das mal. Und deshalb könnte man die auch beliebig vertauschen oder den Theaterplatz nach hier unten. Dann schauen wir mal, wie weit das hier reicht von hier aus. 6 Geländefelder weit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Scheiße. Toronto. Ja, immer weiter. 2. Mazzotef 3. Aufwind. Raupenlein. Rodagsbucht 4. Ungünstig. Wenn wir ihn nach links ziehen, ist Toronto nicht mehr dabei. Wir können ihn auch nach oben stellen und hier versuchen, mal ein paar mehr abzugreifen. Sagen wir mal, wir stellen ihn mal hier hin. Und rechts davon dann den Theaterplatz. Zählen wir mal von hier aus. Schutzwald, eine Stadt, 6 Geländefelder. Cretel 2, Toronto. Nicht. Immer weiter 3, Brunnagsbucht 4, Mazzotef. Auch nicht. Überall nur 4. Ich glaube, wir müssen einfach mehrere bauen noch. Wir müssen mehrere bauen. Wir bauen den hier oben für diese 4 Städte und dann bauen wir hier unten noch in Mazzotef noch irgendwo einen hin. Hier zum Beispiel. Und der boostet dann gar keine. Schattenkleister. Raupenball. Das ist alles hier. Bauen wir auch keine Mist. Hier können wir einen hinsetzen in Aufwind. Ab dem 10. Bürger allerdings erst. Hier vorne. Ach, wie doof ist das denn hier? Stadt Mexiko, ja, Suzerän, da hat man einen Bonus auf Dauer. Ich bezweifle nur sehr, der wird uns ja an und abgejagt, dass wir den halten können. Der Suzerän-Bonus, da haben wir schon viel diskutiert, das wäre dieser Bonus, dass man da eine höhere Reichweite hat, aber den Einplanen finde ich schwierig. Würde helfen bei Industriegebieten, aber dann müssten ab jetzt quasi alle Gesandten, die wir bekommen, immer nach Mexico City reinstecken. Können wir machen, Matze. Ja, dann müssen wir das auch konsequent machen. Wir wollten eigentlich... Oh. Das habe ich schon gemacht, ne? Das haben wir schon verändert. Genau. Wir müssen noch die ersten Gesandten hier reinstecken. Einen nach Mogadischu, der wird verdoppelt. Einen nach Genf, der wird verdoppelt. Gibt uns alles mehr Geld und mehr Forschung. Und den in Gazarmo, auf den verzichten wir, da geht es um Einheitenbau. Und danke an den Heimwerker King. 14. Abo, liebe Grüße an dich. Hi. Weiterhin viel Erfolg zu Hause. Füße hoch, Bierchen und WB den Abend ausklingen lassen. Also zwei Alternativen. Entweder jetzt volle Kanne auf Mexiko gehen, so Suzerän-Bonus holen, damit dann auch planen, das verteidigen. Oder halt jetzt sagen hier, Genf, Unis geben mehr Wissenschaft, ein Gesandter, Venedig, Banken geben ein mehr Gold. Dritter Gesandte, Mogadischu, Banken geben noch mehr Gold. Also ich weiß, ich fühle mich nicht wohl damit, mit Mexico City fest zu planen. Wie siehst du das, unser Matze? Ich würde auch nicht fest damit planen. Also mit den Gesandten ist das so eine Sache, weil das halt ja Ankommen und Gehen ist und wir auch gesehen haben in der Vergangenheit, dass wir dort andauernd überboten werden und wir haben viele, viele, viele KI-Gegner, die es leicht haben, dort Gesandte reinzuschicken. Also ich würde es nicht fest einplanen. Nicht auf so einer großen Karte. Auf einer kleinen Karte würde ich es vielleicht sogar eher machen, aber hier jetzt nicht. Northbomben schlägt vor, Armani dorthin zu schicken. Die wird uns 2 Gesandte bringen. Ich bin strikt dagegen. Wir haben im Regierungsbezirk das Gebäude gebaut, dass jeder etablierte Gouverneur, jede etablierte Gouverneurin 2 Annehmlichkeiten und 4 Wohnraum bringt. Ich würde die nicht wegziehen. Nicht für so eine Aktion, wo man sowieso überboten wird. Ja, dann würde ich sagen, dann spekulieren, platzieren wir die Unterhaltungsdistrikte woanders. Gehen jetzt rein in die Stadtstaaten, ziehen die besprochenen Aktionen hier durch, haben gleich drastisch mehr Geld und auch ein bisschen mehr an Wissenschaft nach. Und wir müssen auch dran denken, wir wollen auch den Suzerän-Bonus in Buenos Aires verteidigen. Der gibt uns viele Annehmlichkeiten.
Auch da ist es dauerhaft knapp. Da sollten wir hier mal aufstocken. Wo platzieren wir unsere Unterhaltungsdistrikte? Einen hier für Schutzwald, Kreatel, Brodaxbucht und immer weiter. Einen dann noch. Brodaxbucht baut einen Wasserpark, Raupenpower könnte einen Unterhaltungsdistrikt hier hinsetzen, hier nicht, hier Schutzgebiet, rund um Schutzgebiet nicht, aber hier vorne. Was wird uns der hier bringen? Wie viele Städte werden neu davon geboostet? Der hier vorne boostet. Boostet die vier hier. Immer weiter. Schutzwald, Brodaxbucht und Mazutev. Der hier ist im Augenblick nur provisorisch. Und hier werden dann geboostet Brodaxbucht 1. Kretel wird eigentlich von einem anderen schon geboostet. Raupenpower 2, Aufwind 3. Ja. Mazutev nicht, aber 3 werden geboostet. Das lohnt sich doch schon mal. Das ist doch schon mal ein Schritt. Ist nicht perfekt, aber geht, Matze. Das ginge, ja. Würde ich auch sagen. Können wir so machen. Oh, falsch gesetzt. Falscher Pin. Hierhin natürlich. Für 3 Städte. Einer in Toronto. Nach rechts, um Toronto zu buffen. Also Mazutev und Toronto werden jetzt nicht gebufft. Von keinem. Das heißt, wenn man den hier noch setzen würde nach Mazutev, dann hätten wir die beiden letzten Städtchen hier. Dann hätten wir allerdings 3 gebaut. Wir müssen uns überlegen, 3 um fast alle Städte zu erreichen. Kann man machen. Aber wird mit jedem neuen ein bisschen uneffektiver. Das ist der effektivste, das ist der zweiteffektivste, das ist der dritteffektivste. Aber wir boosten auch die Theaterplätze daneben. So, was bauen wir denn immer weiter? Spion ist da, nächster Spion geht noch nicht. Börse. Oder der Unterhaltungskomplex. Börse bringt erstmal schön Geld. Wir haben ja auch nur 471. Jede Runde im Plus. 11 mehr. Oder jetzt Unterhaltungskomplex und danach auch hier oben noch ein Theaterplatz daneben. Und zwar hier. Mit 3er Nachbarschaftsbonus. Einmal Kultur von den beiden hier. Und zweimal Kultur Nachbarschaftsbonus durch den Unterhaltungsdistrikte daneben. Bezirksbauen immer weiter möglich. Noch einer. Nächster danach ab 14 Bürgern, glaube ich, Matze. Dort 13. Ab 13. 13. Nahrungsüberschuss hier in der Stadt vorhanden, aber mit plus 1,2 überschaubar groß. Das heißt, man würde auf den Theaterplatz hier erstmal verzichten. Ja, ist halt so. Also ist schade, aber dann würde ich lieber die Annehmlichkeiten absichern. Ich ist genau umgekehrt. Ich würde ja bei dem großen Vorsprung für begeistert, den wir auch haben ohne Karten, nur durch den internationalen Handel, das dem Theaterplatz hier Vorzug geben. Weil wir bauen unten ja auch einen Wasserpark, der ganz, ganz viele Städte boostet. Wo ist er? Hier irgendwo im Bau, der, glaube ich, 8 Städte boostet. Und in einer Stadt mit hohen Produktionserträgen, Brodaxbucht, wo der ganz schnell auch ausgebaut sein wird, das reicht mir völlig aus. Der Theaterplatz hat zwar dann erstmal nur einen 1er Nachbarschaftsbonus, aber ich würde jetzt auf die Kultur gehen. Wir sehen, sind da so kläglich. Wir können es gerne machen. Die Begründung mit dem Handel, dass das viele Annehmlichkeiten gibt, das würde ich jetzt nicht so gelten lassen wollen, weil wir da jetzt alles ausgeschöpft haben. Also wir haben jetzt sämtliche Luxusgüter, die es gibt und damit das Maximum an Annehmlichkeiten und sind damit an der Grenze. Das heißt, ab jetzt kommt es wirklich auf die Wasserparks an, vielleicht dann später die Skigebiete, die ja noch kommen, Nationalparks. Insofern denke ich auch, dass es klappen wird und ich bin auch für den Theaterplatz. Aber es wird immer ein bisschen an der Grenze bleiben, denke ich mir. Mhm. Ja, vorerst tänzeln wir an der Grenze. Der Wasserpark gibt in Kürze schon
Wir haben ein kleines Polster, der Wasserberg buselt uns ein bisschen, bauen hier mal einen Theaterplatz hin und die nächste von Mazzutef. Und das hier wäre einer von Mazzutef aus. Nee, das wäre vierter Ring, ne? Erster, zweiter, dritter, das heißt der Theaterplatz hier müsste eins nach unten und müsste hier hin. Dann hätten wir hier den Boost, zweier Nachbarschaftsbonus von den beiden und Unterhaltungsdistrikt hier, Mazzutef. Okay? Ja. Bauen wir erstmal hier oben jetzt den Theaterplatz, dorthin. So, einmal ausdiskutiert.